Oder es kann auch sein, dass wir hier die Münze einsetzen können. Jo. Eine Klinge. Moment mal. Brauchten wir nicht hier irgendwo eine? Ja, da. Dann schneiden wir das auf und da ist der zweite goldene Flügel drin. Alles klar. Das heißt mit anderen Worten, wir können jetzt die Kiste hier auch aufmachen. Ah ja, da ist das Artefakt drin. Sehr gut. Dann können wir das auch hier wieder hinzufügen, oder? Ja. Und natürlich sichern. Grüner Kristall. Ah ja, wir sind wieder in der Gegenwart. Also haben wir die Zukunft schon mal gesichert. Es gibt keinen Grund zurückzugehen. Okay. Tonkrug. Kann ich da Wasser mitnehmen? Tatsache. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Now you know the truth. Go to the tower. The mage is there. Once you speak with him, you can return and open the green portal. You are the only one who can save our future. Wer hätte gedacht, dass wir die einzige sind, die halt helfen kann. Triff dich mit dem Magier. Okay. Mit seiner unendlichen Weisheit war er mir eine große Hilfe. Okay. Also wir brauchen jetzt noch zwei grüne Kristalle. Okay. Vermut mal, dass der Magier hier im Turm ist, oder? Vielleicht. Ne, da brauchen wir immer noch einen Schädel. Oh, hallo Fledermaus. Ne, können wir immer noch nichts machen. Aber wir können das Feuer auslöschen jetzt. Zauberviereck. Okay, ja, das können wir hier einsetzen. Ah ja, und da haben wir den zweiten Schädel. In grün sogar. Den müssen wir hier natürlich einsetzen. So, dann wollen wir mal... Ja, wir kennen das ja vom ersten Rätsel. Ordnet die Totenkopfketten so an, dass sie alle in das schwarze Feld passen. Ja. Wir versuchen es. Gott, oh Gott, oh Gott. Muss natürlich jetzt mal an sich die Form angucken. Ja. Ein Einzelner haben wir ja hier. Ist ein bisschen kniffliger als das erste, finde ich. Nee, das geht nicht so. Aber so, achso, man kann auch ineinander das machen. Okay, gut, gut, gut zu wissen. So, dann können wir das so machen. Ja, sieht gut aus bis jetzt. Jawohl, ineinander. Geht auch, das ist gut. Ja, dann hoffen wir es mal, dass wir das jetzt haben. Jawohl, perfekt. Und was passiert jetzt? Oh, da ist der Magier. Hello, Princess. Now you know what happened that fateful day. I truly regret my deed, but it was not done without reason. Bereust du das wirklich, ist die Frage. Long ago, my brother contracted a disease that no doctor could cure. I had given up hope until a creature appeared, offering me a deal. He would give me the cure for my brother's illness. But, in return, I must one day do him a favor. My brother lay dying,
so I agreed. My brother was cured instantly, but just as quickly, I forgot my promise. When the creature returned, he demanded the king's artifact. I could not refuse, so I stole it. Unfortunately, Delmorg the elf saw me. I feared he'd tell the king, so I set him up. Ah, okay. Jetzt verstehe ich die Situation natürlich. But what's done is done. I will pay for my mistakes. But I don't wish your father or Delmorg to suffer any longer. You must go back in time and find evidence to prove my guilt to His Majesty. This crystal will help you get there. But you need one more. And that crafty bird out there stole it. Ah ja, wir können nochmal in die Vergangenheit reisen. Cool. Wecke die Wahrheit über den Diebstahl auf. Okay, machen wir. So, unser Phönix hilft uns natürlich erstmal wieder. Ja, ein Kristall fehlt uns aber noch. Klebeband. Okay, und ihm fehlt ein Auge, wie man es schon sehen kann. Ein Netz. Da fehlt uns auch noch irgendwie was. Ich muss meine Hände schützen. Eine Glasscherbe? Du bist aber ganz schön giftig. Können wir dich einschwinden? Nein, schade. Okay. Moment mal, hier war doch was, genau, was wir schneiden konnten. So. Mausemblem. Okay. Klebeband. Okay. Ich hab doch Klebeband. Okay, vielleicht fehlt uns noch was anderes. Das kann auch möglich sein. Ah, Mausemblem. Was mögen Mäuse aus Metall? Oh, lecker Käse. Oh, lecker. Ich überlege gerade. Wo könnte ich noch was machen? Ach nee, da sind wir ja endgültig durch. Nee, da fehlt uns ja noch eine... noch ein Kristall. Ja, gute Frage. Ja, die Karte kann mir ja nicht so besonders jetzt helfen. Sieht's hier aus? Weil mit der Karte komme ich irgendwie nicht so hundertprozentig klar, wo man was halt machen muss. Also doch hier. Ach so, ja. Kescher, ja, so hätte ich es eigentlich auch machen können. Nee, so natürlich nicht. Wo brauchen wir denn jetzt einen Kescher? Nee? Ach, hier vielleicht. Ja. Dann haben wir das Auge. Bonbon-Emblem. Sehr schön. Dann können wir das nämlich direkt hier einsetzen. Die Fledermaus geht mir hier langsam auf den Senkel. Metallkäse. Okay, das war aber das letzte Mal, dass uns die Fledermaus hier uns erschreckt hat, denn nochmal muss ich hier nicht hin. So, hier hast du deinen Metallkäse. Und wir bekommen echten Käse. Und da brauchst du den bestimmt, ne? Ja. Und somit erhalten wir den dritten und letzten grünen Kristall. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder zurück und reisen wieder, nachdem wir wieder ein Entwirrungsrätsel gemacht haben, natürlich wieder in die Vergangenheit. Ja. Ach, wie herrlich. Ah, natürlich muss das Spiel in den letzten Zügen mich nochmal schön quälen. Nee, 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 nee. Ja, gut. Und wir reisen erneut in die Vergangenheit.
Vor 13 Jahren, der Tag, bevor das Artefakt gestohlen wurde. What a breakthrough! This magic mirror will change everything. Just leave it here, Marvin. I'll check it later. I'm exhausted and I must rest. Sleep tight. Once my sleeping potion kicks in, I'll sneak into your bedroom and take the key to your artifact. No one will suspect me. Ja, okay, zumindest wissen wir ja den Grund, warum er das jetzt gemacht hat. Deswegen, naja. Ist halt nicht so optimal, wie man es halt so macht, aber okay. Ein Brieföffner. Spiegel der Erinnerung. Dieses Wunderwerk nimmt auf, was geschehen ist und spiegelt es wieder. Unglaublich. Um die magischen Kräfte des Spiegels zu aktivieren, braucht man nichts als geschmolzenes Silber und Erinnerungselixier. Okay. Und da ist ein Wimmelbild. Findet die Unterschiede. 10 insgesamt. Okay. Ja, die Waffe ist anders. Der Helm ist auf jeden Fall anders. Der Kopf ist hier anders. Das Emblem ist hier anders. Die römische Zahl ist hier anders. Was ist noch anders? Ach, hier die Waffe ist anders. Dann der Helm. Hier fehlt die Sonne. Und da fehlt der Blitz. So, und irgendwo fehlt mir noch etwas. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht wo. Nee. Keine Ahnung. Da. Ach, der Schwertgriff war anders, okay. Weshalb habe ich da bekommen? Eine Kutsche. Okay. Kutschenrad. Da fehlen jetzt die Uhrzeige und da fehlt ein Vogelemblem. This cabinet lock is quite complex, but I could make a duplicate key in my chamber. Ein Geheimgang, so so. Ja, da fehlt das Kutschenrad und an sich die Kutsche.